Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Minecraft unter Linux installieren. Das beliebte Spiel Minecraft ist laut Wikipedia das zweitmeistverkaufte Videospiel. Tetris ist auf Platz 1. Ich glaube, ich muss nicht erst noch erwähnen, dass Minecraft das wohl meistgespielte Spiel in YouTube-Videos ist. Laut Wikipedia gab es im Oktober 2014 rund 78 Millionen Einträge bei YouTube über Minecraft. Also sollte auch hier eine kurze Anleitung, wie man Minecraft unter Linux installiert, nicht fehlen. Für die Kommandoeingabe öffne ich ein Terminal. Die Voraussetzung für Minecraft ist Java, die bei Linux Mint mit dem schon vorhandenen OpenJDK-Paket gegeben ist. Mittels mkdir erstelle ich ein Verzeichnis für Minecraft in dem Ordner opt. Passwort eingeben. Ich lade Minecraft per wget herunter. Minus o. Dann das Ziel. Opt Minecraft bin Minecraft ja. Und dann die Quelle. Die URL der Quelle findet man ebenfalls auf der offiziellen Minecraft-Seite unter Download. Durch chown ändere ich den Besitzer des Ordners opt Minecraft. Der Besitzer ist jetzt der Benutzer Paul. Anschließend starte ich Minecraft mit Java minus ja opt Minecraft bin Minecraft.ja. Ich gebe die Accountdaten ein und kann losspielen. Ein Account kann man auf der offiziellen Minecraft-Webseite erstellen. Die zweite Variante ist, man installiert Minecraft über ein PPA. Erstens das entsprechende Repository hinzufügen. Zweitens ein Update durchführen. Und drittens den Minecraft-Installer installieren mit apt-get install Minecraft-installer. Minecraft findet man dann unter Menü. Spiele Minecraft. Möchte man Minecraft bei Fedora installieren, muss man vorher noch das OpenJDK installieren für Java. Ansonsten ist es die gleiche Prozedur. OpenJDK installieren mit einem Paketmanager oder mit dem Kommandozeilentool DNF. Dann das Verzeichnis erstellen, dann Minecraft herunterladen, dann den Besitzer ändern und dann kann man mit Java Minecraft starten. Benutzt man Raspbian beim Raspberry Pi, muss man Minecraft nicht noch installieren. Dort gibt es die Minecraft Pike Edition, die man sofort starten kann. Als Alternative zu Minecraft gibt es bei Linux das Spiel Minetest, das man installieren kann. Paketmanager starten, dann nach Minetest suchen. Und einfach anklicken und installieren. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!